Jo, und willkommen zu einem weiteren Pack Opening, Freunde. Willkommen heute zum neuen Yu-Gi-Oh! Set Power of the Elements. Und Freunde, ihr wisst, ich bin ein Riesenfan der Elementarhelden und freue mich daher sehr, dass die Elementarhelden, beziehungsweise hauptsächlich Elementarheld Neos, aber auch die Neo-Weltraummonster Support in diesem Set bekommen. Wir haben auch einige weitere sehr, sehr interessante Themendecks hier drin. Und daher würde ich sagen, verschwenden wir gar nicht so viel Zeit und öffnen sofort dieses Display. Bin wirklich gehypt auf das Set. Also wie gesagt, eine Menge coole neue Heldenkarten und auch eine Menge coole neue Themendecks. Also sowohl, ja, ich sag mal so, für die Nostalgie-Fans als auch für die aktiven Spieler ist hier eine Menge dabei. Und wir haben hier sofort Tränenklage Merli, Brillante Rose, also hier ist auch Edelsteinritter-Support drin, Ziffernstörung, Frühlingssülfe der taufenden Berge und Therion Kaiserin Alasia. Okay, das ist unsere erste Super Rare. Dann haben wir Crawler Soma, Askan, der zweihörnige Goti, Propa Gandake. Und, oh mein Gott, das fängt ja gut an. Katorin, die versteckte Perle des Strandes. Okay, das sind wieder mal die nicht ganz so leicht auszusprechenden Namen. Wir haben hier unter anderem das Stufe 2 Deckthema, welches sehr, sehr interessant sein dürfte für die meisten von euch. Wir werden sehen, was wir davon heute ziehen. Okay, wir haben Gefräßiger Wendschrecken, Tränklagen, Sudelkreisch, Sprite Pixies. Da geht es los mit den Sprite-Monstern, meine Freunde. Das ist nämlich das Themendeck, über das ich geredet habe, welches definitiv eines der stärksten Themendecks sein wird in der kommenden Zeit. Sehr, sehr starkes Deck, welches sowohl Xyz als auch Link-Monster nutzt und mit dem man auch Totally Awesome sehr, sehr leicht beschwören kann. Also extrem cooles Deck, finde ich wirklich sehr cool. Melfi, Pinny und wir haben Tränklage Rhino Heart, also oder Rhino Heart, ich habe keine Ahnung. Ja, unsere erste Ultra Rare, so früh bereits. Okay, das ist sehr, sehr cool. Dann haben wir Terror des Oberholzes, Boxenritterin Early, Eanok, Wachposten des Goti und Goti-Kette. ja, interessante Namensgebung an der Stelle. Wir machen weiter mit dem nächsten Pack und wir haben Sprite Gamma-Ausbruch. Es gibt noch einen anderen Sprite-Zauber, der deutlich interessanter ist. Den meine ich nicht. Sprite Schmetterer. Kann ein Springles-Monster als Spezialbeschwörung vom Deck beschwören, ein Therion-Monster als Spezialbeschwörung vom Friedhof beschwören oder ein Monster mit Stufe, Rang oder Link 2 und ein gegnerisches Monster verbannen. Ja, das ist sehr interessant tatsächlich beim Sprite-Themendeck. Es wird nicht nur mit Stufe 2 und Rang 2, sondern auch mit Link 2 gearbeitet. Es gibt da auch unter anderem Möglichkeiten, Link 2 Monster als Xyz-Material für Rang 2 Xyz-Monster zu benutzen. Finde ich sehr, sehr cool. Markierte Austreibung, Überfusion, das ist unsere erste Elementarhelden-Neo-Weltraum-Supportkarte. Finde ich sehr, sehr cool, denn man wählt ein offenes Monster auf dem Spielfeld und zeigt dann ein Elementarheld, Neo-Weltraum oder Monster der Stufe 10 von Handdeck oder dem Extradeck vor. Und ist jetzt vielleicht ein bisschen random für den einen oder anderen, wie so ein Monster der Stufe 10. Aber ist tatsächlich ziemlich logisch, denn unter anderem gibt es ja Regenbogendrache oder Jubel, die sich mit verschiedenen Elementarhelden fusionieren können. Und die sind halt alle jeweils Stufe 10. Das bedeutet, man kann damit Regenbogendrache, Regenbogenfinsternisdrache, Jubel unter anderem vorzeigen. Also finde ich sehr, sehr cool. Und das kopiert dann quasi den Namen. Beziehungsweise, falls man Elementarheld Neos auf der Spielfeldseite oder im Friedhof hat, dann wird das Monster auch auf den Friedhof gelegt. Ja, genau. Und dann haben wir Sprite Strahl als Super Rare. Das ist auf jeden Fall eines der besseren Sprite-Monster. Damit kann man sich nämlich eine Sprite-Zauber oder Falle vom Deck
der Hand hinzufügen. Also sehr, sehr gute Karte. Vorhut des Untergrundkaisers, Apparatespieler. Finde ich sehr interessant, dass Morphtronisch auch mal wieder Support bekommt. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, du kannst deine Hand ein Maschinenmonster der Stufe 1 von deinem Deck hinzufügen. Okay, das klingt so, als würde man es nicht nur in Morphtronisch benutzen. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten, beschwöre ein Morphtronisch Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand, dann kannst du einen Apparateschlepper als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck beschwören. Okay, also es gibt ja die, ich glaube, Apparate Arme? Oder was war es? Dieses Gelbe. Dann gibt es noch Apparate Schlepper, das ist dieser LKW, was quasi auch so ein Mini-Boss-Monster von Leo aus dem Anime gewesen ist. Und das ist jetzt quasi, das knüpft halt daran an. Dann haben wir Vergnügliche Attraktion, Nervenkitzelzug und Morphtronisches Orphorn. Okay, finde ich extrem cool. Es gibt ja Morphtronisches Zellphone und auch Morphtronisches Smartphone. Das ist aber jetzt eine Menge Text, könnt ihr euch gerne durchlesen. Morphtronisches Zellphone generell eine sehr, sehr unterschätzte Karte. Man kann einen Würfel von 1 bis 6 rollen und je nachdem, was man gewürfelt hat, kann man eine bestimmte Anzahl Karten vom Deck vorzeigen und dann ein Morphtronisch Monster der Stufe 4 oder niedriger, was glaube ich irrelevant ist, weil es nur Monster der Stufe 4 oder niedriger im Main Deck gibt, vorzeigen und dann tatsächlich eins davon beschwören. Also kann man circa 5 bis 6 Mal pro Zug machen, wenn man es richtig macht. Sehr, sehr interessant. Tränklagen, Schreietat. Markiert in Zentral Dogmatika, Tränklage, Hafnis, Tränklage, Sudelkreisch und Edelsteinritter Quarz. Soweit ich weiß, haben wir bereits den Edelsteinritter Phantomquarz. Und jetzt haben wir halt noch den Quarz. Den hatten wir vorhin schon. Extremes Leben. Das hört sich auch. Ja, genau, das ist Werkzeugdrache und Lebensstromdrache, irgendwas. Ja, okay, also Morphtronisch Support auf jeden Fall auch hier dabei. Finde ich sehr cool. Morphtronisch ist ein Deck, was ich jetzt nicht viel gespielt habe, aber doch sehr gerne gespielt habe, eben wegen der Interaktion mit Morphtronisches Zellphone, dass man es halt so häufig benutzen kann, um Morphtronisch Monster eben vom Deck zu beschwören. Man kann da tatsächlich sehr, sehr gute Kombos mitmachen, würde man gar nicht vermuten. Melfi Pinny, Sprite Schmetterer, Sprite Karotte, Querhüter und Schreckensklauen Grätsche als unsere Super Rare. Vorhut des Untergangskaisers, Morphtronisches Orphorn, Mimese Elefant und Katorin, die versteckte Perle des Strandes. Ich glaube, das ist die Karte, die wir bisher mit Abstand am häufigsten gezogen haben. Wenn mich nicht alles täuscht, sollte hier tatsächlich der Schicksalsheld Destroy Phoenix Enforcer als Starlight Rare enthalten sein. Finde ich tatsächlich Sprite Pixies irgendwie interessant, dass man bei einem. Oh, unsere erste Secret Rare! Tränklage Kaleido Heart. Okay, die haben alle irgendwas mit Heart im Namen. Ja, irgendwie. Kaleido Heart, das ist irgendwie ein cooler Name. So. Unsere erste Secret Rare. Eanok, Wachposten des Goti, Narbe des Wendschrecken, Terror des Oberholzes und Doppel-Staubtornado-Zwillinge. Ich meine, das ist die Falle, genau, die gibt eine beliebige Anzahl Karten in unserer Zauber- und Fallenzone auf die Hand zurück. Und dann kann man dieselbe Anzahl Zauber und Fallen von der Hand setzen. Also man kann quasi seine und Fallen austauschen, wenn man so will. Wir haben Frühlingssylphe und der Jahreszeitenwechsel, Frühlingssylphe der taufenden Berge, Tränklagen, Schreietat, Sprite, Schmetterer, Tränklage, Schreien, nee, Scheiren. Ach Mann, was sind das schon wieder für Namen? Askan, der zweihörnige Goti, Nightmill, der dunkle Binder, extremes Leben und die entlegensten, tiefsten Tiefen. Es sind die tiefsten Tiefen, meine Freunde. Sie sind nicht nur tief, sondern es sind die tiefsten Tiefen von allen quasi, okay? wie gesagt, finde ich sehr interessant, dass man bei einem Set, welches vor allem Elementarhelden und Neo-Weltraummonster als Fokus hat, einen Schicksalshelden auswählt als Starlight Rare. Es ist irgendwie so ein bisschen ironisch, um ehrlich zu sein. Aber keine Ahnung, irgendwas wird man sich dabei gedacht haben. Tränklage, Metalärm, Sprite, Gamma-Ausbruch, Überfusion, Melfi, Wally und Exo-Schwester Rykanai? Rykanai? Was? Okay, ich habe keine Ahnung. Morphtronischer Umwandler.
Wähle ein Maschinenmonster, das du kontrollierst, führe den folgenden Effekt aus, abhängig von seiner Kampfposition. Das ist immer das Interessante bei den Morphtronischen Monstern, dass sie halt unterschiedliche Effekte haben, je nachdem, in welcher Kampfposition sie sich befinden. Die meisten sind allerdings eher nützlicher, wenn sie in Angriffsposition liegen und nicht in Verteidigungsposition. Ich glaube, das einzige Morphtronische Monster, welches man wirklich in Verteidigungsposition liegen haben möchte, ist der Staubsauger, weil der nämlich ein Monster aufsaugen kann, wenn man so will. Also sich damit ausrüsten kann, ein Monster des Gegners. Wie tausendäugiges Opfer halt, meine ich. Ich will jetzt auch keine Fake News droppen, okay? Frühlingssylphe der blumenreiche Felder. Markiert in Zentraldogmatiker. Frühlingssylphe, okay, irgendwas. Tränklage Merli und außer die Erdkanalisiererin. Okay, das ist interessant. Das hatten wir doch schon mit Win, oder nicht? Also mit der Wind. Kanalisiererin. Du kannst diese Karte und ein Erdemonster abwerfen. Füge dann halt ein Erdemonster mit 1850 oder weniger ATK, das ist ein Grundtyp derselbe wie eines der abgeworfenen Monsters ist, von deinem Deck hinzu. Zusätzlich kannst du für den Rest des Spielzugs keine Nicht-Erde-Monster-Effekte aktivieren. Wenn dein Erdemonster durch Kampf zerstört wird, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Okay, also man kann damit jedes beliebige Erdemonster mit 1850 oder weniger ATK suchen. Natürlich an bestimmte Bedingungen gebunden, aber ich bin mir sicher, dass man daraus definitiv etwas machen kann. Vorhut des Untergrundkaisers, Morphtronischer Scanner. Okay, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Es gibt scheinbar auch Morphtronische Monster, die höhere Stufen als 4 haben, also Main Deck Monster. Aber das, ja, das ist ja jetzt dann in diesem Set neu erschienen. Ist sogar ein Empfänger der Stufe 6. Okay, sehr interessant. Das bedeutet, man braucht nur ein Stufe 1 Monster, dann hat man Werkzeugdrache. Gefräßiger Wennschrecken, Tränklage Hafnis, Querhüter, Frühlingshöfe der taufenden Berge und Punk Jam Extreme Session. Einfach bespielst du, kannst eine Punkkarte von einem Friedeverband beschwören, ein Punkmonster als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Falls Lifepoints gezahlt werden, um den Effekt eines Psi-Monsters, das du kontrollierst, zu aktivieren, du kannst eine Karte ziehen. Du kannst diesen Effekt von Punk Jam Extreme Session bis zu zweimal pro Spielzug verwenden. Was? Aber man zahlt doch gefühlt für jedes Psi-Monster Lebenspunkte als Kosten. Das ist doch der komplette Punkt der Psi-Monster. Also ich erinnere mich daran, dass eigentlich so gut wie jedes Psi-Monster genau diese Mechanik hat, dass man Lebenspunkte zahlt, um irgendwas zu machen. Und das bedeutet, du kannst damit quasi zwei Karten pro Zug ziehen. Das ist, ich meine, ich habe keine Ahnung, das hört sich wirklich sehr gut an. Hydralander Orbit. Okay, ich erinnere mich an orbitale Hydralander, aber nicht an Hydralander Orbit. Und das ist eine Menge Text, um ehrlich zu sein. Den hatten wir schon tausendmal jetzt. Nightmare, der dunkle Binder und extremes Leben, meine Freunde. Wir sind mit der ersten Hälfte fast durch. Und haben bisher eine Secret Rare und zwei Ultra Rares. Sprite Gamma-Ausbruch, Brillante Rose, Markierte Austreibung, Tränklagen, Sudelkreisch, Flammenkumpan Eka. Okay. Unsere Super Rare. Doppel-Staubtornado-Zwillinge, Narbe des Wennschrecken, Morphtronischer Umwandler und Morphtronischer Scanner. Wir haben gefühlt mehr Morphtronisch-Karten gezogen als Heldenkarten. Was ich sehr interessant finde, da das Set Power of the Elements heißt, okay? Wir haben Eisjade, Schöpfung, Aegirokassis, okay? Markiert in Zentraldogmatika, Tränklage Merli, lustige Melfis, Frühlingssylphen, Blütenkrone, Vorhut des Untergrundkaisers, Gotikette, die entlegensten, tiefsten Tiefen und Mimese-Elefant. Das ist ein Fallenmonster. Schnelleffekt. Du kannst einen Typ und eine Eigenschaft deklarieren und dann ein offenes Monster auf dem Spiel verwenden. Es wird bis zum Ende des Spielzugs. Naja, okay. Gut, damit wären wir mit der Hälfte schon durch. Und es geht weiter mit dem nächsten Pack, meine Freunde. Also wir dürften auf jeden Fall noch die ein oder andere Ultra Rare und auf jeden Fall noch eine Secret Rare vor uns haben. Und wer weiß, eventuell sogar eine Starlight Rare. Ziffernstörung. Melfi Pinny. Tränklagen, Sudelkreisch. Frühlingssylphe und der Jahreszeitenwechsel. Werkzeug Tapferdrache. Wenn diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst diese Karte mit bis zu 3 Ausrüstungszauber mit unterschiedlichen Namen von deinem Deck und oder Friedhof ausrüsten. Okay, das ist krass.
Während der Main-Phase schnell Effekt, du kannst einen deiner Ausrüstungszauber, mit dem diese Karte ausgerüstet ist, auf den Friedhof legen und dann ein Effektmonster auf dem Spielfeld werden. Ändere entweder seine Kampfposition oder annulliere bis zum Ende dieses Spielzugs seine Effekte. Was? Was? Stufe 9. Das heißt, er kann quasi drei Monster-Effekte annullieren, also nur einmal pro Zug, aber du rüstest ihn mit Ausrüstungskarten aus und du legst die Ausrüstungszauber weg, um Effektmonster, also entweder die Kampfposition zu ändern, ja, okay, oder Effekte zu annullieren. Was? Hä, das ist ja sowas von. Du kannst ihn ja mit jeder Ausrüstungszauberkarte von deinem Deck ausrüsten. Also du kannst nicht nur die Ausrüstungszauber von deinem Deck wählen, also quasi suchen und an ihn dranlegen, sondern du kannst auch noch damit Monstereffekte annullieren. Oha, was, Junge, das ist ja. Okay, krass. Und das ist ein Empfänger plus ein oder mehr Nicht-Empfänger. Also das hat nicht mal irgendwie Morftronisch oder so als. Was ist das denn für eine Karte? Das hört sich sehr, sehr, sehr krass an, um ehrlich zu sein. Weil es halt so generisch ist und Ausrüstungszauber ja auch ganz gut sein können. Eisjahr der Schöpfung, Aegiro Kassist. Wobei man sagen muss, das setzt halt voraus, dass du Ausrüstungszauber in deinem Deck spielst. Ne? Also passt das halt nur in ein darauf aufgebautes Deck. Brillante Rose, Frühlingssylphe der taufenden Berge, Sprite Rot, Edelstein Ritter Dame Rosendiamant. Okay, das klingt sowas von edel. Ich meine, es ist auch ein Edelsteinritter, was? Okay. Vorhut des Untergrundkaisers. Goti Kette, Mimese, Elefant und Gunkan Suschiff Schari Rot. Okay. Machen weiter. Der Werkzeugdrache war nur eine Super Rare. Okay. Gefräßiger Van Schrecken. Markierte Austreibung. Lustige Melfis. Frühlingssülfe und Punk Jam Drachen Drive. Da ist so viel buntes Zeug drauf, ich kann gar nichts erkennen. Propagandake, Rika, Prinzessin, Terror des Oberholz und treibender Moki Moki. Den hatten wir noch gar nicht. Der Name dieser Karte wird zu Moki Moki und sie wird als normales Monster behandelt, solange sie offen auf dem Spielfeld oder im Friedhof liegt. Du kannst diese Karte abwerfen. Füge deiner Hand eine Moki Moki Karte von deinem Deck hinzu, außer treibender Moki Moki. Ich meine, erinnert sich noch jemand an den kleinen Belowski aus Yu-Gi-Oh! GX? Das waren Zeiten, ich sag's euch, okay? Moki Moki. Sprite Schmetterer, Tränenklagen Schreitart, Ziffernstörung, Sprite Gamma-Ausbruch, EN-Welle. Okay, das ist eine weitere Elementarhelden-Neo-Weltraumkarte. Sind das Elementarheld? Was ist das für ein Elementarheld? Ist das Mariner? Elemental Mariner und Neo-Weltraum Glowmoss. Das ist die randomste Combo, von der ich jemals in meinem gesamten Leben gehört habe. Aber was soll's? Falls dein Elementalmonster als Material für eine Fusionsbeschwörung verwendet wird und auf den Friedhof gelegt wird oder verbannt wird, du kannst ein Neo-Weltraummonster oder ein Elemental-Neos als Spezialbeschwörung von deinem Deck beschwören. Falls ein Neo-Weltraummonster oder Elemental-Neos das oder den du kontrollierst oder das oder der sich in deinem Friedhof befindet, in dein Deck oder Extra-Deck gemischt wird, das sind so viele Oders in einem Satz! Dann kannst du ein Elementalmonster als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof beschwören. So sieht's nämlich aus. Also quasi immer, wenn du einen Elementarhelden benutzt, kannst du entweder Neos oder Neo-Weltraummonster beschwören. Oder wenn du Neos oder Neo-Weltraummonster als Fusionsmaterial benutzt, dann kannst du einen Elementarhelden beschwören. Aber die Neos und Neo-Weltraummonster kannst du vom Deck beschwören und die Elementarhelden vom Friedhof. Genau, so sieht es nämlich aus. Das bedeutet also, du kannst nicht beide vom Deck beschwören, sondern halt im Fall, dass du einen Neos oder Neo-Weltraummonster als Fusionsmaterial benutzt, kannst du den Helden vom Friedhof beschwören und nicht vom Deck. Bedeutet das nicht, dass du quasi einfach den Neos, falls du ihn auf den Friedhof gelegt hast, wieder beschwören kannst? Auf der anderen Seite mischt sich Neos ja bei Kontaktfusion ins Deck. Keine Ahnung, okay, das waren zu viele Oders, ich bin verwirrt. Elementarhelden-Support, okay, wir freuen uns drüber, so sieht es nämlich aus. Weiter geht's mit dem nächsten Pack. Und ich denke, es wird langsam Zeit für eine weitere Holo. Also ich rede jetzt nicht von Super Rare, sondern ihr wisst, Ultra Rare oder vielleicht auch mehr. Das hat sich gereimt, das war nicht geplant. Markiert in Zentraldogmatiker, Frühlingssylphe, irgendwas. Brillante Rose, okay, da ist eine Ultra Rare. Garura, Flügel des nachklingenden Lebens. Kampfschaden, den ein Gegner aus Kämpfen erhält, an denen diese Karte beteiligt ist, wird verdoppelt. Falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, du kannst eine Karte ziehen. Das war's. Zwei Monster mit demselben Typ und derselben Eigenschaft, aber unterschiedlichen Namen.
Okay, das sollte also sehr, sehr einfach zu beschwören sein. Und es ist vollkommen egal, wie sie auf den Friedhof gelegt wird. Falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, du kannst eine Karte ziehen. Das heißt, selbst wenn du sie einfach nur vom Extra-Deck auf den Friedhof legst, kannst du trotzdem eine Karte ziehen. Okay, das hört sich interessant an. Den hatten wir schon, das auch und den auch. So, weiter geht's mit der nächsten Karte. Und wir haben Querhüter, Tränklage Havens, Sprite Karotte, Tränklage Merli, Loris, Dame des Jammers. Das hat ja alles mal angefangen mit Lilith, Dame der Wehklage, war das der Name? Und mittlerweile ist es irgendwie so ein eigenes Themendeck gefühlt mit Stufe 3 Unterweltler-Damen, die irgendwie alle normale Fallen als Thema behandeln. Treibender Boki Boki, Moftronischer Umwandler, Askan, der zweihörnige irgendwas und Doppelstaub Tornado Zwillinge. Wie viele Packs haben wir noch? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, meine Freunde. Und da dürfte definitiv noch eine Secret Rare auf uns warten. Ich bin also gespannt, was wir hier bekommen. Wir haben lustige Melfis, wir haben markierte Austreibung, wir haben Überfusion, Tränklagen, Metalärm und Urplanet Perle-Rhino. Tränklage. Schon wieder. Das ist eine Menge Tränklage, die wir hier bekommen haben. Ultra Rare und beide Secret Rares sind davon. Yes, Moftronisches Orphon, Propagandake, die entlegensten tiefsten Tiefen. Es geht quasi nicht noch tiefer. Okay, und wir machen weiter mit dem nächsten Pack. Wir schauen, was wir bekommen. Wir haben Tränklage Hafnis, Sprite Karotte. Wie viele Karotten haben wir eigentlich schon? Frühlings irgendwas, markierte Zentraldogmatiker, Großzahndrache. Okay, der hat echt große Zähne. Falls diese Karte zum Normal- Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst bis zu zwei andere Karten auf dem Spielfeld wählen, zerstöre sie. Und falls du dies tust, erhält diese Karte für jede zerstörte Karte 600 ATK. Du kannst den Effekt von Großzahndrache nur einmal pro Spielzug verwenden, okay? Alles klar. Nightmare, der dunkle Bänder, Mimese-Elefant, Apparate-Spieler, Moftronisches Telefon. Warte mal, was? Einmal Spielzug in der Mainphase, du kannst einen sechsseitigen Würfel werfen und du hältst Life-Points in Höhe des Ergebnisses mal 100. Dann kannst du ein Moftronisches Monster mit einer Stufe kleiner oder gleichem Ergebnis als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof beschwören. Okay, das ist quasi Moftronisches Telefon, nur dass man vom Friedhof beschwört und nicht vom Deck. Finde ich interessant. Also. Wie gesagt, es gibt Cellphone, Smartphone und Telefon jetzt halt. Cellphone beschwört vom Deck, Smartphone sucht vom Deck und Telefon beschwört vom Friedhof. Und man kriegt Lebenspunkte. Also, ja. Kann relevant sein. Ja, kann relevant sein, dass du 600 Lebenspunkte dazu bekommst. Man weiß ja nie. Frühlingssylphe und der Jahreszeitenwechsel. Brillante Rose. Melfi Valli. Frühlingssylphe und die Blumenknospen. Streufusion. Eine Edelsteinritterkarte, wie man am Artwork unfehlbar erkennen kann. Den hatten wir schon. Treibender Moki Moki. Ich glaube, das ist der dritte, den wir haben. Also damit ist das Playset voll. Und wir haben noch drei Packs, meine Freunde. Wir schauen, wir haben Melfi Pinny, Querhüter, Tränklagen, Metalärm, Gefräßiger Wendschrecken und Kreaturenanzahl von Kaiser Tanuki. Das klingt irgendwie gar nicht nach einem Monster. Diese Karte kann nicht als Tribut angeboten werden, solange sie offen in der Monsterzone liegt. Solange diese Karte in der Monsterzone liegt, indem du eine Ritualbeschwörung durchführst, kannst du auch ein Monster von einem Extra-Deck als eins der für die Ritualbeschwörung verwendeten Monster auf den Friedhof legen. Kannst du ja den auf den Friedhof legen und dann eine Karte ziehen, okay? Gunkan, Suschiff, Schari, Rot, Nightmare, der dunkle Binder, Narbe des Wendschrecken und Crawler, Soma. Zwei weitere Packs. Wir haben bisher drei Ultra-Rares. Müsste da nicht noch ein bisschen was kommen? Wir haben Sprite Pixies. Warte mal. Das ist der. Der ATK und Def erhöhen kann. Eisjade Schöpfung. Oh, da ist eine Ultra Rare. Schon gespoilert. Lustige Melfis, Tränklage schreit hat und Lieblingskontakt. Schaut euch das an. Elementarheld Neos und Elementarheld glänzender Flügelmann, wie es sein sollte. Im Team, gemeinsam. Wobei ich natürlich sagen muss, dass Flammflügelmann in meinem Herzen einen ganz besonderen Platz hat, aber glänzender Flügelmann ist auch cool.
Beschwöre ein Fusionsmonster, das ein Heldenmonster als Material erwähnt, als Spezialmonster von deinem Extra-Deck, ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen, indem du das auf ihm erwähnte Fusionsmaterial von Karten in deiner Hand, auf deiner Spielfeldseite, in deinem Friedhof und oder deinen verbannten Karten in beliebiger Reihenfolge und das Deck legst. Falls du Elemental Neos ins Deck gelegt hast, kann kein Spieler das durch diesen Effekt als Spezialbeschwörungsmonster Monster ins Extra-Deck zurücklegen. Das soll quasi verhindern, dass die Neos-Fusionsmonster sich mit ihrer eigenen Mechanik zurück ins Extra-Deck legen. Also, sehr cool. Da haben wir am Ende dann doch noch eine coole Ultra-Rare gezogen. Ja, das, wovon ich eigentlich am Anfang geredet habe. Elementarhelden-Support. Power of the Elements, meine Freunde. Und das ist das letzte Pack mit Überfusion. Sprite Rot, markierte Austreibung, Melfi Valley und EN-Welle. Nochmal die Glow Moss und ich glaube, es ist Mariner Combo. Ich weiß es gerade nicht genau. Treibender Monkey Moki, vergnügliche Attraktion, Nervenkitzelzug, Askan, der zweihörnige Goti und Rika, Prinzessin. Freunde, das sind unsere Pulls. Wir haben gefühlt ein ganzes Tränenklagen-Deck. Ja. Und wir haben Garura, Flügel des Nachtklingenlebens, außer die Erdkanalisiererin und Lieblingskontakt, was auch meine Lieblings-Ultra-Rare ist, die wir gezogen haben. Und in dem Sinne, Freunde, würde ich sagen, war es ein cooles Pack-Opening. Und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.